wir befinden uns hier im Südburgenland in der Nähe von Kofidisch in einem Weißkiefern-Durchforstungsversuch. Der Bestand wurde 1966 auf einer ehemaligen Ackerfläche aufgeforstet mit ca. 11.500 Bäumen pro Hektar. 3 Jahre später wurde ein Versuch hier vom Bundesforschungszentrum für Wald eingerichtet. Der Versuch umfasst 20 Parzellen mit 3,5 Hektar Gesamtgröße. Grundsätzlich geht es in einem Durchforstungsversuch um die Beobachtung von Baum- und Bestandeswachstum bei unterschiedlicher Bestandesdichte. In diesem Versuch wurden die Stammzahlen in 3 unterschiedlichen Varianten mit verschiedener Geschwindigkeit reduziert. Bei einer Oberhöhe von 22 Meter sollte dann die Endbaumzahl von 400 Bäumen pro Hektar erreicht sein. Zusätzlich zu den Behandlungsvarianten wird in jedem Durchforstungsversuch eine sogenannte Nullvariante mitgeführt, auf der es keine aktiven Durchforstungseingriffe gibt. Hier sterben die Bäume allein aufgrund konkurrenzbedingter Mortalität oder aufgrund von Schadereignissen ab. Die Bäume verbleiben, sofern es die Borkenkäfersituation erlaubt, für Anschauungszwecke auf der Versuchsfläche. Ein generelles Ziel im forstlichen Versuchswesen ist die Schaffung von wissenschaftlichen Grundlagen, aus denen sich Bewirtschaftungsempfehlungen für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ableiten lassen. Im konkreten Fall geht es also um die Ableitung von Empfehlungen zur Bewirtschaftung der Weißkiefer. Als Produktionsziel wurde auf dieser Fläche die Erziehung möglichst starker Dimensionen bei Einhaltung maximaler Betriebssicherheit festgelegt. Dies sollte durch folgende Maßnahmen erreicht werden: möglichst frühzeitige Stammzahlreduktion, frühzeitige Entnahme von Vorwüchsen und Bäumen mit schlechter Schaftqualität, Astung von 200 bis 300 Bäumen pro Hektar. Die Betriebssicherheit ist umso höher, je niedriger die Stammzahlhaltung. Der HT-Wert war nur bei der niedrigen Stammzahlhaltung über den gesamten Beobachtungszeitraum unter dem kritischen Wert von 80. Gesamtwuchsleistung und Vorrat sind bei der Nullvariante am höchsten. Allerdings ist dort im Alter 55 der mittlere Durchmesser um ca. 12 cm geringer als bei der niedrigen Stammzahlhaltung. Bemerkenswert ist das gute Wachstum. Die laufenden Zuwächse liegen zwischen 17 und 21 Vorratsfestmeter pro Hektar und Jahr. Der DGZ, also die auf das Alter bezogene durchschnittliche Gesamtzuwachs, liegt bei etwa 15 Festmeter pro Hektar und Jahr. Bei einem Vergleich von Kiefernversuchsflächen in 8 europäischen Ländern erreichten diese Flächen hier in Kofidisch die mit Abstand höchsten Wuchsleistungen, was im Wesentlichen auf die nährstoffreichen und tiefgründigen Böden zurückzuführen ist. Die Weißkiefer ist eine Baumart mit einer breiten ökologischen Amplitude. Sie reicht von der borealen Zone bis nach Nordspanien. Die Weißkiefer war in den niederösterreichischen Schadgebieten in den letzten Jahren ebenfalls von Borkenkäferbefall betroffen. Und die österreichische Waldinventur weist für die Weißkiefer eine der höchsten Mortalitätsraten auf. Dies ist allerdings im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sie bisher meist auf seichtgründigen, trockenen und nährstoffarmen Standorten angebaut wurde. Wenn man also die Weißkiefer auch in Zukunft anbauen möchte, dann sollte man dies auf besseren Standorten, zum Beispiel auf ehemaligen Fichtenstandorten, tun.